Schönen guten Abend. Es ist schön, dass Sie uns wieder zuhören und zusehen. Wir beten heute die letzte Komplett. Morgen ist Heiligabend. Wir fangen mit dem Lied an. O Gott, komm mir zu Hilfe. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Wir fahren fort mit dem Hymnus, bevor das Tageslicht vergeht. Bevor das Tageslicht vergeht, o Herr der Welt, hör dies Gebet. Schlaft die müden Glieder ein, lass uns in dir geborgen sein und mach am Morgen uns bereit zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dank dir, o Vater, reich an Macht, der über uns voll Güte wacht und mit dem Sohn und Heiligen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das Johannesevangelium erzählt Weihnachten anders. Da ist nicht die Rede vom Kind und von der Mutter, nicht von den Hirten und von ihren Schafen, nicht vom Gesang der Engel, der den Menschen von der Herrlichkeit Gottes her Frieden verkündet. Dennoch gibt es Gemeinsames. Auch dieses Evangelium spricht vom Licht, das in die Finsternis leuchtet. Es spricht von der Herrlichkeit Gottes, die wir im Fleisch gewordenen Wort als Gnade anschauen können. Und es spricht von dem Herrn, der in seinem Eigentum nicht aufgenommen wurde.
Mitten durch die geheimnisvoll großen Worte hindurch wird so mit einem Mal der Stall sichtbar, in dem der Sohn Davids geboren werden musste, weil in seiner Stadt kein Platz für ihn war. Dieses Evangelium gehört deshalb seit ältesten Zeiten zur Weihnachtsliturgie, weil es den Satz enthält, der den Grund unserer Freude, den eigentlichen Inhalt des Festes angibt. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wir feiern an Weihnachten nicht irgendeinen Geburtstag eines großen Mannes, wie es in deren vielen gibt. Wir feiern auch nicht einfach das Geheimnis des Kindseins. Dies Kind ist Gottes Sohn, sagt eines unserer schönen alten Weihnachtslieder. Hier ist das Ungeheuerliche, Unausdenkbare und doch auch immer wieder Erwartete, ja, Notwendige geschehen. Gott ist unter uns hereingetreten. Er hat sich mit den Menschen so untrennbar vereinigt, dass dieser Mensch wirklich Gott von Gott, Licht vom Lichte ist und wahrer Mensch bleibt. Der ewige Sinn der Welt ist so wirklich zu uns gekommen, dass man ihn anrühren, anschauen kann. Denn was Johannes das Wort nennt, das bedeutet im Griechischen gleichzeitig auch so viel wie der Sinn. Insofern können wir durchaus auch übersetzen, der Sinn ist Fleisch geworden. Der Sinn hat Macht. Er ist Gott. Und Gott ist gut. Gott ist nicht irgendein fernes, höchstes Wesen, an das man nie herankommt. Er ist ganz nah, in Rufweite, immer zu erreichen. Er hat Zeit für mich, so viel Zeit, dass er als Mensch in der Krippe lag und auf ewig Mensch geblieben ist. Mein Mund verkünde das Lob des Herrn. Durch ihn ist alles geworden und er selbst wurde einer inmitten von allem. Er ist die Offenbarung des Vaters und der Schöpfer der Mutter, Sohn Gottes, der aus dem Vater hervorgeht, ohne Mutter, und Menschensohn, der aus der Mutter hervorgeht, ohne einen Vater. Das göttliche Wort vor aller Zeit, menschgewordenes Wort zur festgesetzten Zeit, der unaussprechlich Weise. In aller Weisheit ein lallendes Kind, der die Welt erfüllt, in einer Krippe liegend, der die Sterne lenkt, saugend an der Mutterbrust, so groß in seiner göttlichen Gestalt, ganz klein in Knechtsgestalt. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sing das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Nun lässt
und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o Herr, der bei mir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Gott, manchmal ist das Kind in der Krippe fast unsichtbar vor lauter Geschenkestress, Konsum und Glühweindunst. Herr, öffne auch uns die Augen für das wunderbare Geschehen der heiligen Nacht. Gib, dass wir das Erscheinen des Kindes im Stall als frohe Botschaft im Herzen weiter zu den Menschen tragen. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen. Maria, Mutter unseres Herrn, o Himmelsfort, o Meeresstern, hilf der bedrängten Christenheit auf ihrem Wege durch die Zeit. Vielen Dank, dass Sie auch wieder mitgehört und mitgesungen haben. Ja, morgen ist es endlich soweit, es ist Heiligabend. Ja, auch leider in diesen etwas nicht so schönen Zeiten werden Sie hoffentlich morgen ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest feiern können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend und gute Nacht.